meine Lieben, heute geht's in die 12. Rauhnacht. Das ist der 4. auf den 5. Januar und damit schließen wir die Rauhnächte ab. Ist es nicht schön, dass wir das jetzt so für uns miteinander zelebriert haben? Irgendwo bin ich ganz dankbar. Und auch das Bewusstsein, was entstanden ist, vom Gefühl her ist es tatsächlich so, hey, das war schon eine... Ja, es war schon ein wirklich beschwerlicher Ritt, den wir jetzt durch das Jahr 2024 gemacht haben. Aber jetzt hier so zum Ende hin, also es hat sich schon mit der 11. Rauhnacht auch gezeigt, ist nochmal eine neue Energie frei geworden. Verrückt ist das, wie schnell man sich regenerieren kann. Die 12. Rauhnacht ist allerdings auch eine sehr besondere Rauhnacht, steht für den Monat Dezember. Das ist der Tag der Gnade, das ist auch die Nacht der Wunder. Das heißt, wenn es irgendetwas gab, was jetzt in diesen vergangenen Rauhnächten nicht so gut gelaufen ist, wo du vielleicht keine schönen Träume hattest oder Erfahrungen oder Erlebnisse hattest oder dich nicht gut gefühlt hast, dann ist die 12. Rauhnacht genau die Nacht, nach der du Ausschau gehalten hast. Weil das ist genau wie bei der Nacht der unschuldigen Kinder, dass du die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, wieder gut machen kannst. Nimm dir also Zeit, lass dich die letzten 12 Nächte und Tage nochmal inspirieren oder lass sie einfach nochmal an dir vorüberziehen, schau mal in deine Notizen rein, was ist nicht so gut gewesen, was hat dich belastet, welche Zeichen oder Dinge haben sich nicht so gut angefühlt und dann schreib dir das alles auf. Und dieser Tag wird dann genutzt, um dich auf diese bevorstehende Nacht quasi in einen besonderen Segenszauber hineinzubringen. Also du bereitest dich vor. Das, was da so nicht so gut gelaufen ist, das könntest du verbrennen. Du könntest aber auch zunächst einmal, so mache ich es dann immer, dass ich mir das anschaue und sage, okay, was war denn so, wie bin ich überhaupt da reingekommen? Was hat sich so, was ist denn der Ursprung oder was ist das, was hinter diesen Gefühlen oder hinter dem, was da steht, als Ursache wohnt? Also nicht das Symptom, sondern wirklich diese Ursache, also nicht was passiert ist. Wie konnte das in diese Richtung gehen? Was hat dazu geführt, dass ich mich so gefühlt habe oder das erlebt habe? Wenn ich das weiß, dann kann ich ja mir das so bewusst machen, dass ich beim nächsten Mal einfach achtsamer mit mir bin. Wenn jetzt zum Beispiel ich zu viel gearbeitet habe, ja, die ganze Zeit, dann könnte ich sagen, okay, dann weiß ich fürs nächste Jahr, teile ich mir das vielleicht anders ein oder dann weiß ich für meine Zukunft, ich gehe da anders mit mir um. Ich höre von vielen Menschen, die so und so viele Stunden arbeiten, jetzt schon so und so lange, die sagen, ach, weißt du, Sophia, ich reduziere jetzt. Ich reduziere jetzt, damit ich Raum habe für das, was mir gut tut. Und das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn ich aber auch ungesund gegessen habe, und mich dadurch schlecht oder schwer gefühlt habe, vielleicht mein Immunsystem nicht so stabil war, dann kann ich ja auch meine Essgewohnheiten ändern. Und es gibt tolles, wunderbares, wohlschmeckendes Essen, auch was diesen Jabber nach süß zum Beispiel auf ganz besondere Art und Weise löscht. Ich weiß damals, als ich so ganz darauf übergegangen bin, keinen Zucker mehr zu essen, habe ich langsam begonnen. Ich habe mir die kleinen Schokoladenstückchen von Rittersport, gab es diese Zartbitterschokolade oder Bitterschokolade. Das waren noch kleinere Viereckchen als die normal hatten oder haben. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und die habe ich mir genommen, habe mir da eine Walnuss drauf gemacht, eine kleine Rosine oder Cranberry und habe das dann gegessen. Da war mein Jabber nach süß, war weg. Also vorher bin ich hingegangen, habe da eine ganze Tafel Schokolade verschluckt. Also nur einfach mal, um das so zu sagen. Wenn es so ist, dass du Angewohnheiten hast, ja, die dir nicht dienen, die dir nicht gut tun, dann könnte es sein, dass du versuchst, eine Lücke aufzufüllen. Sprich, Seelenaspekte deiner selbst können verloren gegangen sein. Etwas, was dich erfüllt und glücklich macht und dich bei dir sein lässt und gut für dich sorgen lässt. Das ist die Natur der Dinge. Hast du aber Seelenaspekte verloren durch Erfahrungen, Erlebnisse, manchmal Schmerzen, Traumata, Unfälle, eine schwere Geburt und so weiter und so fort.
dann kann es passieren, oder dass dir was missglückt ist, dass du in was investiert hast und etwas alles reingegeben hast, ja, und dann plötzlich platzt dieser Traum. Dann kann es sein, dass du darüber hinaus Seelenanteile verlierst, vielleicht auch Seelenverträge machst, vielleicht irgendwelche Gelübde, nie wieder lasse ich mich da auf, ne, sowas ein und so weiter und so fort. Aber das behindert dich. Das ist diese Nacht, da kannst du das jetzt klären. Zum Beispiel, ja, kannst du sagen, ich rufe alle verlorenen Seelenanteile, meine lichtvollen Aspekte, meine Kraft, mein Licht, meine Energie, meine Seelengaben zu mir zurück. Mit meinem freien Willen, den ich ausnahmslos habe. Ich löse hiermit alle Seelenverträge, Gelöbnisse, Gelübde, Eide, Schwüre, schadhafte Programme, energieraubende Muster aus diesem, aus anderen, vergangenen, zukünftigen Leben, Ebenen, Zeiten und Linien auf. Mir Bekanntes und auch Unbekanntes, das ist sehr wichtig, weil wir wissen nicht alles. Manches kennen wir, manches kennen wir aber auch nicht. Mir Bewusstes und Unbewusstes. Dies tue ich mit meinem freien Willen, den ich ausnahmslos habe. Ich löse alle Bindungen, Bänder und karmischen Verstrickungen organischer und anorganischer Natur auf, die mich energetisch schwächen und klein halten. So sei es. Und dann frag dich, wer bin ich? Wenn du dich fragst, warum ich sage organischer und anorganischer Natur auf, ja, weil es gibt auch zum Beispiel Geistwesen, die sind dann anorganisch, ja, die uns beeinflussen. Wenn die Großmama noch in uns weiterlebt, die aber kein gutes Leben geführt hat oder sehr streng war oder kalt war oder nicht beziehungsfähig war oder immer so extrem die Frau Saubermann war und man selber nicht zur Ruhe kommt, nicht bis der letzte Winkel geputzt ist und so weiter und so fort. Deshalb auch anorganisch. Also es gibt ja nicht nur das, was du sehen kannst, was organisch und auch natürlich ist, sondern es gibt auch unnatürliche Dinge. Ja. So, jetzt legen wir die Karten. Ich habe schon wieder lange geredet. Kann das sein? Kann nicht sein. Aber ich merke, es geht schon viel, viel besser. Wunderbar. Heute ist auch wichtig, nochmal richtig auszuräuchern und deine magischen rituellen Gegenstände, wenn du welche hast, Kristalle oder so, die werden geweiht, die werden geräuchert, energetisch aufgeladen. Du kannst mit Wasser arbeiten, also Wasser, Quellwasser, dass du dieses reine Quellwasser schöpfst bzw. trinkst, dass du das segnest und ganz tolle Sachen da reinsprichst. Also, dass du dich zum Beispiel an eine, so, nimm dieses Wasser und dann erinnere dich an was ganz, ganz Wundervolles, was dich total erfüllt. Und dann nimm dieses Wasser in die Hand und lass diese erfüllende, diese absolut wundervolle Energie in dieses Wasser fließen. Ja, du lässt es raus und damit vermehrst du das, damit produzierst du das oder etwas, wo du große Freude hast. Dann machst du das auch, dass du dich daran erinnerst. Boah, da habe ich so gelacht, da hatte ich so viel Freude und so viel Leichtigkeit in mir. Denkst an diese Energie, nimmst das Glas wieder und lässt diese Freude da reinfließen und alles, was dir jetzt wichtig ist oder Momente, wo du dich zugehörig und geliebt gefühlt hast. Ja, dann spür das wieder, spür das, erinnere dich und hol dir das zurück. Nichts ist verloren. Alles ist immer da. Und dann lass das da reinfließen und dann kannst du dieses Wasser trinken. Und du kannst das, ich würde sogar, wenn du das machst, weil es hat natürlich eine besondere Energie jetzt in den Rauhnächten, dass du dir davon etwas zurückbehältst und vielleicht nur einen Schluck trinkst. Das reicht ja. Manchmal reicht ein Tropfen, um alles zu informieren. Stell dir vor, du hast ein Glas Wasser und nimmst da nur einen Tropfen Tinte, der verändert das ganze Wasser. So ist es mit der Energie auch. So, die Schicksalskarten. Hier erwartet dich Freude, etwas Spontanes, Positives kommt hier, die Geburt von etwas Neuem, unbegründete Sorgen, Ängste und Zweifel. Wow, es fühlt und hört und sieht sich wirklich besser an. Ja, wir machen das gut, glaube ich. Wir haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht haben wir ja auch diese Rauhnächte jetzt tatsächlich so richtig genutzt, um diese niederen Schwingungen loszulassen, die da noch irgendwo in uns war, damit wir mit allem, was wir sind, auch auffüllen, erfüllen können. Zwei, vier.
6, 8, ja, am Anfang auch wieder etwas aus dem Nichts. Also ein Geheimnis lüftet sich, aber ein Geheimnis, was dich inspiriert, ein Geheimnis, was dir so viel Kraft gibt. Es ist so, als wenn du verstanden hättest, ja, worum es geht. Und das bereitet dir so große Freude. Und da ist auch die Fülle, da ist endlich die Fülle. Das Einzige, was dem entgegensteht und was dem nicht gut tut, das liegt hier auch drin, sind die kreisenden oder negativen Gedanken. Ja, wenn man da das distanziert dich eigentlich oder trennt dich vom Glück und vom Göttlichen. Also sorge dafür, dass das, was in deinem Umfeld ist, dich nährt und stärkt. Und wenn du merkst, hey, mein Umfeld ist toxisch und ich komme da einfach nicht weiter, ne? Ich bin die Einzige, die lacht oder der lacht. Und es ist so, du musst nur lange genug im Dreck dich aufhalten, dann, ne, dann geht das auch über. Deshalb ist es hier wichtig, auch die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, okay, ich schaue mir mein Umfeld an und ich kläre es. So wie ich das sehe, hat das aber überhaupt gar keine Chance mehr, weil das Göttliche liegt hier vor dir wie ein großer Schutz. Der Dezember steht auch für den Schutz. Sehr interessant. Und du lässt einiges hinter dir und gehst hier auf die Liebe zu. Ein stabiles Haus, positives Karma. Loslassen von Ärgernissen ist immer noch angesagt, ja, aber auch das Erkennen. Es ist nicht meins, also es ist nicht deins. Es ist das Thema der Ahnen, was immer noch mal versucht hindurchzukommen. Klar, die brauchen diese Energie, weil die sich sonst nicht halten können in unserem Feld. Auch die Dunkelenergie, die Angstenergie, die Angst unserer Ahnen, ja, bringt den Ärger oder aber auch diese Spaltungsenergie und hat aber keine Chance mehr. Wichtig ist, dass du achtsam bist. Achte auf deine Gedanken, ja, denn es wird das, was du erleben wirst. Auch wieder hier eine Kommunikation. Kommunikation liegt auch hier drin. Und zwar könntest du hier nochmal tatsächlich, das haben wir aber eben schon ein bisschen gemacht, nach den Seelenverträgen nach den Seelenverträgen schauen und dich darum kümmern, weil hier wird gewarnt, hier gibt es noch irgendwelche Seelenverträge, ich kann nicht mehr sprechen, merkt ihr das? Seelenverträge, die noch das Ego so aufrechterhalten, wo es darum geht, ja, vielleicht um diese Idee, dass du Recht haben willst oder dass jemand anders Recht haben will. Lass dich auf diese Schwingung nicht ein. Das könnte ein Trick von hinten sein, der dich wieder da reinzieht. Ja, dann hat der andere eben Recht. Und das macht dich doch nicht kleiner oder falscher, wenn der Mensch oder das Wesen oder die Situation oder die Institution ja hier Recht haben will. Ja, dann bitte, soll sie doch Recht haben. Aber wichtig ist, du lässt dich nicht mehr auf diese niedrige Schwingung ein und gehst in diese Trennungsenergie. Lass es einfach los und wisse, das Feld, das, was du brauchst, was dich nährt und was dich füllt, das tut sich für dich auf. Ja, sei glücklich mit dir und deiner Göttlichkeit. Und jeder wählt, jeder hat die Chance. Und wenn jemand das nicht wählt, und das ist oft fies, wenn es jemand ist, der einem sehr nahe ist, den man sehr lieb hat. Ja, dann ist es nicht so schön, wenn derjenige dann da stecken bleibt in seinem Schmerz, in seiner Angst, in seiner Wut, in seiner Trauer. Und man selber muss da zugucken. Ja, so geht es Gott auch immer, wenn er irgendwie da zuguckt, wo er doch weiß oder es doch oder sie doch weiß, dass es so einfach sein könnte. Das sind so alte Muster. Die wollen sich befreien. Und hier sind die unbegründeten Sorgen, die Abhängigkeiten kriegen dich nicht mehr. Wichtig ist, bleib konsequent und stabil. Hier darfst du einmal autoritär sein und zwar für dich selber, zu deinen Gunsten. Gunsten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr hört schon, ne? Ich habe einfach viel zu viel geredet und ich habe noch ein bisschen was vor. So, die Schicksalskarten. 1, 2, 3, 4, 5. Ärger und Verdruss. Aber hier geht es um die Mutterenergie, die weibliche Ahnenlinie. Oder eben halt wirklich Mutter, Schwiegermutter, eine Vorgesetzte, eine Autoritätsperson, möglicherweise auch eine Ärztin. Also hier erstmal die weibliche Seite. Oder jemand, auf jeden Fall, wo man
normalerweise so Respekt vorhat, ja, oder haben sollte, wie auch immer, ist die Frage, wie man es betrachtet. Das darf hier endlich und endgültig gelöst werden. Das sind auch alte Verträge, wo man vielleicht auch eine falsche Loyalität lebt, nur um zuzugehören. Ganz wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Urteile dürfen aufgelöst werden. Also Versprechen, Schwüre, Eide, Flüche oder sowas sind auch Urteile. Das ist quasi, wo man selber den Hammer schwingt und sich da in eine Energie hinein manövriert, die aber dann eher schadhaft ist. 1, 2, 3, 4, 5. Unbegründete Sorgen, Ängste und Zweifel. Die Abhängigkeiten lassen sich leicht, kurz und schmerzlos lösen. Das ist super interessant. Wenn du da selber nicht in der Lage zu bist, also wenn du das für dich nicht so fühlen kannst und sagst, ich brauche da eher eine hilfreiche Hand. Es gibt genug Heiler, Medien, Schamanen, Menschen, manchmal auch die einfach die besten Freunde, die so einen einfachen Rat für einen haben, weil die dich ja auch nochmal anders sehen. Ja, die können ganz anders auf dich gucken, können ganz anders sagen, hey, guck mal, vielleicht ist das so und so und so. Ja, mach einen Friedensvertrag. Ne? Schließe Frieden mit dir und mit all dem. Und du musst niemand zugehören. Du gehörst schon allem zu. Aber dafür musst du keine falschen Kompromisse machen und keine dir schlechten Dinge antun. Ja, nur für dieses Gefühl. Du bist schon Teil von allem. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In den Schicksalskarten liegt auch nochmal die Arbeit. Auch hier lösen sich Abhängigkeiten. Es findet einen guten Weg. Und es ist auch in Ordnung, wenn du traurig bist, ne, über das ein oder andere. Man darf auch traurig sein. Das ist ein Teil, der gehört dazu. Letzten Endes gehört es auch mit zum Ego, weil das bewertet. Weil es sagt, das ist jetzt traurig, das ist jetzt schlimm. Wenn das Ego sich da mal raushalten würde, dann könnten wir das einfach auch nehmen und dann ist gut. Ja, am Anfang diese schönen vergnügten Stunden, Leichtigkeit, Freude kommt auf und die Handlung. Ja, ich fühle mich leicht und ich bin in der Lage zu handeln. Ich bin in der Lage, mir die Dinge anzuschauen und ich bin auch in der Lage, die zu lösen, weil ich wieder hier, das ist nämlich die nächste Schicksalskarte, wieder in Verbindung bin mit meinem höheren Selbst. Was ich hier auch, was mir hier gerade noch kommt, ist, dass ganz viele darüber klagen oder das Gefühl haben und sagen, ich bin gar nicht mehr richtig verbunden mit dem großen Geist. Ich fühle das nicht mehr, ich kriege meine Botschaften nicht mehr, meine Nachrichten nicht mehr. Das ist wieder dieser große Reset. Das ist dieses Abstellen von dem vorhandenen Zugriffen und Wissen und vermeintlichen Funktionen. Die müssen abgestellt werden, damit es sich erstmal entleert und jeder braucht dafür so lange, wie er braucht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben alle Zeit der Welt. Und dann kommt es wieder. Und hier sieht es aus, als würde die Verbindung wieder hergestellt. Also hier, als würde hier alles wieder fluppen und fließen. Und das gibt dir einen Überblick, der dich auch da drauf schauen lässt. Und ja, ich sehe es ein bisschen so, als würdest du das alte Drama, alte Karma abkoppeln. Ja, stell dir einfach vor, du bist die Lokomotive, du bist den Weg der Initiation, in der Regel ist es der Berg, mit deiner Lokomotive raufgefahren und hast hinten all die alten Leben. Weil alte Leben, ja, hatten wir schon oft jetzt in diesen Rauhnächten, spielen in diesem Jahr eine große Rolle. Und dann hast du all die alten Leben, all die Erfahrungen und du ziehst und schleppst die mit dir rum. Alles das, was dann da ist. Und hier ist jetzt diese Zeit, vielleicht schaffst du es auch schon vorher, ich glaube, wir sind ja auch unterschiedlich da, die Zeit, diese Waggons einfach abzukoppeln. Wirklich abzukoppeln und dich zu befreien. Was glaubst du, was du für eine Energie hast, an die Spitze deines Berges zu kommen und dem Göttlichen wieder so nah zu sein? Einfach nur fantastisch. Hört sich und fühlt sich gut an. Ich bin danke. Ach, ich bin danke. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin wirklich froh, wie es ist. Weil hier in der 12. Rauhnacht sagt man ja auch, das ist so das letzte Mal, wo die wilde Jagd aufbegehrt. Also das könnte auch das sein hier, dass die Ahnen nochmal zugreifen wollen und sagen so, ah, vielleicht kriege ich sie oder ihn doch noch. Ne? Vielleicht kann ich sie oder ihn hier doch noch rüberziehen und Energie anzapfen.
Aber du stehst nicht mehr zur Verfügung. Und das ist wichtig. Kannst du nur mit Bewusstheit machen. Sei dir dessen bewusst, schau es dir an und dann triff deine Wahl. Es geht nicht entweder oder. Du musst hier wirklich eine Wahl treffen und dich ganz klar auf eine Sache fokussieren. Also du kannst nicht mehr so ein bisschen hier und ein bisschen da. Also entweder oder musst du eher machen. Du musst entweder oder. Ja, verteilen wir mal die Schicksalskarten. Das Haus ist stabil, das heißt, der Körper ist hier wieder fit. Hier gibt es eine neue Gesundheit, eine neue Liebe, eine neue Kraft. Ja, wenn Liebe da ist, wenn Freude da ist, dann ist der Mensch gesund und heil. Wenn er aber Dinge tut, die nicht seiner Natur entsprechen, dann zeigt der Körper eben halt auch diese Symptome, weil der ist dein bester Freund. Und wenn du dann anguckst, die Stellen, wo habe ich was? Wo tut mir was weh oder wo ist was außerhalb der Balance? Wo ist mein Abwehr- oder Immunsystem nicht stark? Und dann weißt du genau, welches Thema dahinter steht, wenn du guckst, wofür ist das denn zuständig? So, ich habe auf das Göttliche gelegt. Ja, das Göttliche, das ist hier die Berufung, wirklich selbst auch göttlich zu sein. Da fällt die Berufung drauf, Beruf, Berufung. Tu endlich das, wofür du gekommen bist. Sei endlich das, wer du wirklich bist. Frag dich, wer bin ich? Und dann werd wieder spontan. Du bist hier, um durch das Leben zu surfen und zwar mit einer Leichtigkeit. Wenn du es dir aber selber schwer machst oder die Lasten der anderen trägst, dann kannst du das nur schwerlich tun. Also werde wieder frisch, frei, fröhlich und spontan. Der Abenteurer wird hier geboren. Das ist der Pirat, der sich aufmacht auf die große See und das Leben anschaut und diese Weite liebt, der einfach diese Freiheit und diese Weite liebt. Und das heißt nicht, dass man unverbindlich ist, ja, sondern man ist dem Leben zuträglich. Das ist dem Leben zuträglich. Wer Schwierigkeiten hat hier mit dem Ablösen, sind die inneren Kinder. Das ist wichtig. Also, wenn du davon ausgehst, dass ein Kind angewiesen ist, zum Beispiel auf die Eltern oder auf diejenigen, die dafür sorgen, dass es Essen hat, dass es ein Dach über dem Kopf hat und so weiter, dann kannst du dir vorstellen, dass da noch so eine große Abhängigkeit besteht und dass man in sich vielleicht auch noch Glaubenssätze oder Muster hat, die da sagen, ohne die geht nicht. Das ist so, das brauche ich, damit ich leben kann, damit ich überleben kann. Und Überleben ist hier, glaube ich, das richtige Wort. Dann heißt es nochmal, schau diese Angriffsfläche an, weil das ist das Kind. Das Kind ist das verletzte Wesen in dir. Und das braucht jetzt hier ein Zuhause. Und das darf abgelöst werden. Das darf sich befreien. Diese Initiationsriten, die man in den Naturvölkern lebt, die werden hier in dieser Kultur nicht mehr gelebt. Ja, da gibt es schon die pubertäre Phase zwischen ungefähr 2,5, 3 Jahren. Ne? Das ist das erste Mal, da kommt ja diese Trotzphase, die größere. Gibt mehrere Phasen, aber da ist so eine größere. Dann in der Pubertät ist die nächste Phase. Und das sind alles Momente, die normalerweise von den Älteren oder von denen, die das Leben schon ein bisschen fortgeschrittener gelebt haben, wo sie diese Kinder, die dann zu jungen Menschen und dann zu Erwachsenen werden, bei unterstützen, dass sie sich wirklich frei machen können, dass sie erkennen können, ich bin nicht wie mein Vater, ich bin nicht meine Mutter, ich bin eine schöne oder ein schöner Fremder. Und das ist wichtig, wenn du das hast, ja, dass du weißt, ja, da sind Anlagen in mir, das ist so quasi der Grundstock, aber da ist noch so viel mehr. Dann wirst du dich ganz anders erfahren und anders leben können. Und diese Kinder fühlen sich aber noch abhängig, ne? Die sind ja, die Mama und Papa haben ja für mich gesorgt, die haben mich aufgezogen, die haben ihre Zeit, ihr Leben dafür gegeben, ja, damit ich wachsen kann. War nicht immer alles gut, nicht immer alles fein, aber ein Kind liebt die Eltern und diese Zugehörigkeitsgeschichte, diese Abhängigkeitsgeschichte, die ist noch da. Das ist der größte und tiefste Schmerz. Nicht zu erfahren oder nicht erfahren zu haben, dass du göttlich bist und dass alles in dir ist und dass du quasi über deine Eltern hinaus wachsen solltest. Das ist das Ziel, ja, dass die Kinder noch mehr Möglichkeiten entwickeln. Also nicht wegen besser, größer oder sonst was, sondern einfach um diese Potenziale zu entfalten.
Aber manche Eltern können das nicht vertragen, ne? Wenn die Kinder aufmüpfen oder eben halt darüber hinauswachsen oder vielleicht Dinge tun, die sie nicht durften. Ich weiß, dass mein Großvater nicht schreiben konnte. Und als dann seine Kinder, also sprich auch meine Mutter, in der Schule schreiben gelernt haben und zu Hause üben wollten, dann das wollte der nicht. Der wollte nicht, dass die üben. Und dann ist meine Großmutter abends, wenn der Opa schlief, mit den Kindern in die Küche und hat dann mit denen heimlich gelernt. Und die hatten Angst. Und wenn die nicht kapiert haben, dann haben sie eins übergekriegt, weil die Oma ja auch Angst hatte, ne, dass der Opa wach wird und dann böse wird. Also so Geschichten, ne, muss man sich mal so quasi, ja, sowas gibt's. Dann kommt hier für dich eine Gelegenheit. Also irgendwas fordert dich auf, rauszugehen. Geh in die Welt, zeig dich, zeig dein Licht, mach dich öffentlich, das öffentliche Haus. Kommuniziere deine Schönheit. Du darfst selbstsicher sein, du darfst selbstbewusst sein und du bist wertvoll. Du darfst das jetzt auch zeigen. Das ist wichtig und das ist keine überhebliche Ego-Geschichte. Ja, ich präsentiere mich hier und sehe mich auf den Teller, nur um meinen eigenen Mangel an Selbstwert zu überspielen, sondern nee, so wirklich aus der Tiefe heraus, wie ein Kind, was einfach nur glücklich ist, dass es etwas geschafft hat. Damit schließe ich jetzt hier das Jahr 2024 und hole eine Karte hinzu. Und zwar aus diesem Set hier. Work Your Light. Das sind die Orakelkarten von Rebecca. Ich mische das immer, das Englisch-Deutsch. Rebecca Campbell. Erde dich. Thema 2024. Erde dich. Empathie, Hochsensibilität, Naturverbundenheit. Der Einfachheit halber lese ich es dir einfach vor. Du bist aufgerufen, dich zu erden, um sicherzustellen, dass dein Lichtfeld klar und deine innere Quelle gefüllt ist. Wenn du nicht geerdet bist, kann es leicht geschehen, dass du von der Energie anderer Menschen mitgerissen wirst oder diese mit deiner eigenen verwechselst. Deine Grenzen werden verschwimmen. Sie können sich sogar auflösen, da du Energien um dich herum aufnimmst und darum kämpfst, zu definieren, was zu anderen gehört und was zu dir. Falls du diese Karte gezogen hast, bist du sehr wahrscheinlich ein Empath oder eine Empathin. Auf jeden Fall ein hochsensibler Mensch. Du brauchst Zeit für dich allein, um deine Quelle aufzufüllen, deine Energie auszugleichen und dich zu erden. Da haben wir wieder die Regeneration, ne? Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die ihre Energie von anderen beziehen, das sind die anorganischen Wesen. Und jene, die ihre Energie aus dem eigenen Inneren schöpfen. Es sind aber nicht nur die anorganischen, sondern auch diejenigen, welchen die Fülle oder ne, den Wert in sich selber nicht haben. Und deshalb suchen sie natürlich nach der Kraft im Außen. So, überlege dir, welcher Typ du bist und nimm dir jeden Tag Zeit, um sicherzustellen, dass deine Quelle wieder aufgefüllt wird. Sensibilität ist eine Superkraft. Aber wie alle Kräfte muss sie gepflegt werden, damit sie sich entfalten kann. Es kann leicht passieren, dass wir von der hochfrequenten Energien mitgerissen werden, die um den Planeten herumschwirren. Der schnellste und effektivste Weg, fremde Energien aus deinem Feld zu entfernen, ist, dich zu erden, indem du dich mit der Kraft von Mutter Erde verbindest. Es gibt viele Wege, dich zu erden, aber dies ist einer der effektivsten. Verbring Zeit in der Natur. Leg deine Hände auf einen Baum und deine Handflächen sind Erweiterungen deines Herzchakras. Oder geh einfach barfuß auf der Erde. Ist im Dezember nicht so einfach, wenn man es nicht gewöhnt ist, ja? Aber man kann es schon mal machen. Das ist nicht so schlecht. Genau. Deine Aktion, tu etwas, um dich zu erden, um dich mit der Erde zu verbinden. Es ist unsere Mutter. Ich danke allen, die mit mir diesen Weg durch die Rauhnächte gegangen sind. Ich freue mich total. Ich freue mich natürlich jetzt auch, wenn ich dann noch so ein bisschen mich zurückziehe. Ich bin immer noch in den Lesungen drin. Ja, und ich danke all jenen, die mir auch
ja, über PayPal was gespendet haben. Ich danke auch den Nachrichten, die mich erreichen, auch jenen, die so viel auch kommentiert haben unter den Videos, weil das lässt die, glaube ich, höher frequentieren. Das ist absolut lieb. Ich danke euch. Ich versuche auch alles zu beantworten, soweit wie ich das kann. Ich glaube, ich bin da ganz gut drin, also dass ich das tun kann. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Aho!